So. Mobilstream, ne? Lustige Geschichte, habe ich von gehört. Wir probieren das heute mal. Habe ich auch gehört. Ich bin ja seit gestern stolzer Besitzer eines Telekom-Handyvertrages und habe endlich nach so vielen schlechten, schlimmen Monden in diesem Ort endlich mobiles Internet. Und das in so einer Stärke oder in so einer Qualität, dass ich doch tatsächlich mal ausprobieren wollte und natürlich auch muss, um zu wissen, ob es in meinem Vertrag drin ist. Wegen dem Stream On. Nicht? So. Und genau deshalb machen wir heute ein klein wenig Wanderschaft. Ich dachte, das wäre ganz lustig. Oh. Hallo. Hallo, Villa. Ich dachte, ich mache jetzt heute mal so ein klein wenig Wanderschaft, um mal zu gucken, wie lange das hält und vor allen Dingen, wie lange der Akku hält und was auch immer. Und ich kann euch zumindest mal ein klein wenig die Gegend zeigen. Das ist zumindest Sinn der Sache, was wir hier heute machen. Und damit hallo Hide. Hallo, hallo, hallo. Also, ich benutze gerade irgendwie die Streamlabs-App. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das alles hier richtig mache und tralala. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und einmal kann man das ja machen, ne? So. Nochmal so. Nicht erschrecken, dass ich euch immer mal wieder ein bisschen näher hole, weil der Chat ist dann doch sehr, sehr klein auf dem Display. Nun. Ich hoffe, die Qualität ist annähernd erduldbar. Ich habe keine Ahnung, ob man die Musik hört. Hallo Mel, hallo Karnelt. Elo, Elo. Oder sich das. Überlagert sich der Chat bei euch auch so oder ist das jetzt nur für mich? Was? Okay, alles klar. Da weiß ich nämlich noch nicht, wie das genau funktioniert. Ich glaube, ich muss das dann irgendwie ganz kompliziert, irgendwie über ein RTMP und so ein Quatsch streamen. Oder es gibt wahrscheinlich eine bessere App. I don't know. Ja, ich weiß. Ja? Ah ja, okay. Dann gibt es keine Überlagerung, weil ich habe bei mir halt ganz groß den Chat auf dem Display und unten drunter sehe ich dann noch, wie anscheinend eure das für euch irgendwie im Stream aussieht. Ich glaube, da konnte man so irgendwie einstellen, dass man den Chat außerhalb auch irgendwie sieht, aber keine Ahnung. Also wir dürfen, bei uns ist es ja so, wir dürfen ja. Ja, wir dürfen für Freizeitaktivitäten, die keinen Kontakt mit anderen in irgendeiner Form finden, ja, dürfen wir ja raus. Und spazieren gehen tut ja unsere Gesundheit ganz gut. Moment, jetzt kommt die Sonne, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Die Laufschritte, sind die so laut für euch? Ich habe nämlich keine Möglichkeit, irgendwie groß Mikrofon lauter oder leiser zu machen. Und die Powerbank, die jetzt gerade in meiner Hose ist, ist sehr, sehr schwer. Ja nun. Ja, ich habe mir jetzt mal überlegt, wir gehen mal die lange Strecke. Ich habe mal bei meiner Uhr mal einfach die 4 Kilometer eingestellt. Mal gucken, ob ich euch wenigstens ein wenig was zeigen kann, bevor mein Akku in irgendeiner Form aufgibt oder das Internet. Nee, sie ist in meiner Gesäßtasche. Also bisher sind mir auch nur zwei Menschen begegnet. Die habt ihr auch aber im Hintergrund vorbeifahren sehen mit dem Fahrrad. Aber daran merke ich übrigens, dass ich abgenommen habe, wenn die Hose halt schon alleine wegen der Powerbank rutscht, ne?
Das ist halt doof, der Sonne entgegenzulaufen. Ist halt schon lustig irgendwie jetzt, vor allen Dingen, wenn man das halt jetzt auch kann. Ja. Und man merkt, ich bin keine 500 Meter gelaufen und ich bin halt schon echt mega am Schwitzen. Heute ist echt warm. Und die Sonne ist halt schon, die knallt heute so ein bisschen. Man könnte fast meinen, es wird Sommer. Dann geh halt rückwärts. Ja, nee. Wirf mal den Gürtel auf die Wishlist. Ich habe einen zu Hause, aber ich dachte halt auch nicht, dass das jetzt so extrem wird. Das ist ja draußen. Ja, draußen ist das, was nicht drin ist. Das haben wir ja schon von Tamara damals gelernt. Ah ja. Hier hat sich's auch etwas verändert. Ich wusste gar nicht, dass die hier bauen. Siehst du mal. Okay, irgendein Alert ist jetzt gerade geflogen, weil ich glaube, meine Musik ist kurz leise geworden. Ich sehe hier gar keine Alerts, wo wir gerade nicht drüber reden. Ah, doch. Ich glaube, Resub von Sam, oder? Sehe ich das richtig? Geil. Geil. Genau, draußen, das ist das, was nicht drin ist. Und das ist das, wo wir uns gerade befinden. Viele von euch kennen das wahrscheinlich, nur vom zur Arbeit gehen. Aber ich glaube, gerade so diese Stadtmenschen unter euch, ihr wisst gar nicht so richtig, was Natur ist, oder? Ich meine, jetzt gibt es ja durchaus den ein oder anderen Park in den Großstädten. Aber für mich ist das hier außenrum großer Park. Ich kann es euch ja mal zeigen. Wie geht das? Hier, so geht das, glaube ich, ne? Da, guckt mal. Da ist ganz viel Wald. Und grün. Widerlich. Komisch, dieses draußen. Nun. Sekunde, die Sonne blendet mich gerade etwas. Ich kann den Chat gerade nicht lesen. Ja, aber ist recht cool. Ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr hier tatsächlich. Irgendwie so vorm Jahreswechsel. Vom Jahreswechsel war ich mal groß hier. Und dann, ja. Ich war, glaube ich, überhaupt nicht mehr so richtig unterwegs seit der Trennung. Muss ich feststellen. Aber nun, so. Zur Arbeit gehen? Was? Was ist Stadt? Oh, Wald. Ja, Wald. Jo, haus mal rein, nicht? Ich meine, ist jetzt spannend. So ein Dödel, der durch die Pampa läuft. Das kann ich nachvollziehen, du. Das ist fast wie Speedrunning. So, jetzt wird es auch, glaube ich, so ein bisschen dunkler noch. So. Oh. Sind da Raid-Dinge passiert? Raid, hallo. Sam. Shemerinos. Ne, Speedwalken wollt ihr mich nicht hören, dann bin ich nur noch am Schnaufen. Gib mir mal mehr Musik aufs Ohr. Ist jetzt nicht so, dass mir irgendwie entgegenschmeißt. Woo! Jeder Raid ist ein guter Raid, selbst wenn es nur mit zwei Leuten passiert, okay? Appreciates Raids. Das war übrigens keine geile Idee, gegen die Sonne zu laufen, aber das wird sich hoffentlich im Wald erübrigen dann. Weil ich würde euch gerne ein ganz cooles Fleckchen zeigen. Ja, ASMR, das hättet ihr gerne.
halt auch mal noch so ein paar Örtchen genannt, zu denen ich durchaus mal hinlaufen kann, um sie euch zu zeigen, falls wir das jetzt hier öfter... Ganz recht. Walkie-talkie, mit, das ist auch okay. Das kann man ja mal machen. Bei dir bricht es gerade öfter mal ab. Müssen wir mal gucken. Also ich guck mal eben so. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wie gesagt, ich muss ja selber mal austesten, wie weit das jetzt hier mit dem LTE und alles funktioniert. Und deshalb will ich das ja auch beobachten. Weil der Sendemast steht nicht mal gerade einen Kilometer in die Richtung. Also wir laufen eigentlich auf den Mast zu. Ich habe es aber im Blick unten, ob die Connection droppt oder so. Für die Wissenschaft. Oh ja, für die Wissenschaft. Wir kommen übrigens gleich an das erste interessante Fleckchen, was ich euch zeigen kann. Es ist schade, dass auch die Schafe und alles nicht mehr hier sind. Oh, meine Mama hat vorgeschlagen, ja, sie geht jetzt gleich selber mal gucken, ob die Alpakas momentan da sind. Dann kann ich euch nämlich die Alpakas zeigen. So, wenn wir das nochmal machen sollten. Ja, fänd ich lustig. Ja. Die Alpakas heißen Cho und Camaro. Die sind öfters mal draußen. Und es ist halt natürlich jetzt länger her, dass ich da halt auch war. Und müsst ihr mal wieder besuchen gehen. Also wir haben halt hier echt viele schöne, coole Sachen. Hallo. Wir haben halt echt viele coole Sachen hier, die man so halt nicht sieht. Ich meine, was kennt ihr denn groß von hier? Ihr kennt das Bürgerhaus von innen. Boah, schwitzig. Ihr kennt das Bürgerhaus von innen, ihr kennt das Studio von innen und ihr kennt im Prinzip mein in Anführungszeichen Wohnzimmer von innen. Das war's. So. Was sagt denn die Connection-Stabilität? Tut immer noch Dinge. Das Schuhmuseum. Echt? Ich gehe runter in der Hoffnung, dass ich gleich wieder hier. Schade, dass ihr die Musik nicht hört. Ich finde das auch gerade relativ schön. Ja. Leider. Ich würde mich freuen, wenn die Internet-Connection jetzt wieder irgendwie so ein bisschen besser wird. Sonst bin ich gleich dort und kann es euch nicht zeigen. Das wäre ja essentiell doof. Ufo-Boya-Musik. Das trifft sich ja jetzt super. Gibt total den Mut des Aufstiegs. Ihr könntet mal aktualisieren drücken, vielleicht sieht man mich dann. Dü, dü, dü. Dü, dü, dü. Dü, dü, dü. Hallo, meine Internet-Connection wird besser. Ihr solltet mich sehen.
So, jetzt sind wir fast ganz oben. Furchtbar. Ihr solltet mich ja eigentlich sehen. Huhu. 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 Hallo, 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 hallo. Aha, guten Tag. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, wenn der sich einmal irgendwie abgeschossen hat, dann muss man scheinbar die ganze App neu starten. Dinge, die ich nicht weiß. Aber ich bin wieder im 4G-Bereich. Und ihr merkt, ich bin von dem Anstieg dann doch schon ein wenig geschafft. Das Interessante ist, von hier kann ich den Sendemast selten sehen. Telekom, was ist da los? Ihr habt aber auch eigentlich nicht viel verpasst. Ich habe für mich selber gesprochen, also das, was ich gefühlt jeden Abend mache. Hab noch gedacht, so kann jetzt nicht sein. Am Ende verpasst ihr die coole Aussicht. Ich zeig's euch mal noch nicht, weil wir ja auch erst dahin kommen. So in der Hoffnung, dass die Connection jetzt so lange bleibt, bis ich es euch zeigen kann. Da wir jetzt ja fast direkten Blick auf den Mast haben, dürfte das ja eigentlich der Fall sein. Also kann ich jetzt ja schon mal festhalten, auf meiner geistigen Karte, wo es keine Netzwerkverbindung gibt. Meine Uhr meinte gerade auch schon so, bist ein bisschen flott unterwegs heute. Jetzt habe ich fast vollen Netzausschlag. Toll. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bisher hat mir das noch nichts gebracht, dass ich am 14.04. Geburtstag habe. Ich habe weder zum White Day irgendwie Schokolade gekriegt bisher, noch zu meinem Geburtstag groß. Hey Shiro, geht's da bergauf? Ja, sehr. Schon eine massive Steigung. Hey Iro, es war für mich übrigens auch wichtig, dass das irgendwie hier funktioniert, schon aus dem sozialen Aspekt, weil vorher ist ja Tamara eigentlich ab und an mit mir gelaufen und ich habe jetzt natürlich das Problem, alleine ist das voll doof. War übrigens auch eine der Intentionen, warum ich gesagt habe, ich hätte jetzt gerne einen Telekom-Vertrag, weil das bei uns halt schon mega strong geht. Die Steigung ist massiv, genauso wie wenn Iro mich im Stream als Eileen sieht. Und aktuell brauche ich das, weil ich habe so das Gefühl, in den letzten paar Tagen bzw. Wochen stagniert so ein bisschen mein Abnehme. Und ich habe ja gestern ein wenig Geld in die Hand genommen und habe hübsche Sachen für den Stream bestellt.
Da musst du dich bei den Menschen bedanken, die im Discord schreiben, weil das ist das, was da so brummt. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar hübsche Sachen für den Stream bestellt. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, links oder rechts? Ich glaube geradeaus. Geradeaus weiter. Ja nun, ich tue mein Bestes, dazu beizutragen. Wann kommt die GoPro? So wohl gern. Ja, Moment, was haben wir denn jetzt gerade? Jo, 3 von 4 Balken. Nach dem Geburtstag. Nee, du. Das Schöne ist jetzt aber tatsächlich, das muss man so offen sagen, wie es jetzt ist, da ich jetzt in Anführungszeichen mein Geld nicht mehr für einen Partner oder sowas rauswerfen muss, auch wenn ich das sehr, sehr gerne getan habe, um kleine Gesten zu machen, kommt mir das gerade wirklich echt zugute, dass ich einmal an mich denken kann. Und das war gestern ein gutes Gefühl, Cosplay-Kram zu bestellen, weil ich genau weiß, für wen ich das mache. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich nicht den Kram auf dem Stream machen könnte, hätte ich nix. Deshalb fand ich es jetzt übrigens auch nur fair, dass ich euch irgendwie mitnehmen kann. Hast du genug zu trinken? Ich habe nichts mitgenommen, nein. Aber ich hoffe einfach, dass die Hütte, zu der ich gerade hinlaufe, offen hat. Aber es gibt hier ja auch eine sehr, sehr reine Quelle. Sterben werde ich nicht. So. Kommt die Sonne wieder. Hallo Susanna. Zeig's euch mal eben. Wir müssen jetzt, sieht man das jetzt? Wir müssen jetzt noch hier einmal komplett rum und da hinten wartet die Hütte auf uns, wo wir hinwollen. Ja. Und da möchte ich euch sehr, sehr gerne die Aussicht zeigen. Wie kam ich jetzt wieder zum Chat? So. So, Moment. Ja, okay, geht noch. Ist vor der Hütte. Stand kurz reconnecting. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Ah, okay. So ist mein Chat schon wieder da. Oh, das kann ich euch zeigen. So. Guck mal hier. Mitten im Wald. So. Geht das? Da. Ja,
Wer weiß, ob das anders wäre mit Live View. So. Sind wir wieder. Heißt Live View. Elo, Elo. Ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr mich wieder seht oder so. Das wäre sehr hilfreich. Ah, schön. Bescheid. Ja, da hinten waren wir gerade. Moment. Hey Ragnar. Da hinten waren wir gerade. Ich weiß, wir haben momentan wieder nicht die krasseste Verbindung, aber da waren wir gerade. Bei der Kirche mitten im Wald. So, jetzt liegt es hinter mir. Jetzt sind wir auch gleich schon am Ziel, wo ich ursprünglich mit euch hin wollte. Ich überlege nur gerade, wo der große Platz ist. Der müsste gleich noch kommen. Könnten besser. So. Jo, wie mit der hat. So. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Was heißt Twitch-Rucksäcke? Die Dinger gibt es ja schon. Die heißen Live View. Ach so, sollten wir den Chat wieder einblenden. Es würde mich wundern bei 4 Balken jetzt wieder. Die Dinger sind mega teuer. Weil das ist grau, das ist so ein Rucksack, die benutzen den auch im Broadcasting-Bereich. Müsste mal Retro Gaijin anschreiben. Der läuft mit den Dingern durch Japan, aber ich glaube, der hat auch eine Sponsorship. Da hast du irgendwie 5 SIM-Karten drin und er hängt sich dann irgendwie in 5 verschiedene Netze und versucht damit halt immer die Verbindung aufrechtzuhalten. Das ist natürlich für diese 2-3 Mal Wanderschaften, die ich mit euch mache, natürlich absoluter Blödscheiß. Jetzt fragst du mich was, Panda. Jetzt fragst du mich Dinge. Also bei Retro Gaijin weiß ich es auf jeden Fall. Der benutzt das, um seine ganzen IRL-Streams aus Japan und Korea zu machen. Also, soweit ich weiß, kannst du die Dinger mieten. Und dann zahlst du monatlich, glaube ich, für die Dinger. Frag mich nicht, ich glaube $99 oder sowas waren die mal, als ich geguckt habe. Ne? Ich hatte halt gehofft tatsächlich, dass das zumindest annähernd irgendwie gut läuft hier. Dass wir das öfter mal machen können. Deshalb stecke ich jetzt ja mal gerade so ein klein wenig das Gebiet ab. Ich lasse auch mittlerweile gerade meine Uhr mit aufzeichnen, wo wir rumgelaufen sind. Dass ich in etwa weiß, wo die Verbindung ist und wo nicht. Damit ich eventuell halt auch andere Routen mal planen kann. Ich weiß nur, dass mir der Kram gut tut. Und außerdem kann man ja beim Laufen immer ganz gut quatschen, oder? So. Ja genau, Handy, schmeiß mir die ganze Herzschmerzmucke entgegen. Ja, klar. In den Sommertagen auf jeden Fall. Ich habe mir ja auch schon eine Tasche bestellt und alles. Es fehlt mir jetzt ja alles. Und dann machen wir das. Aber ja, wie gesagt, also für mich wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen für die 4-5 Mal, die wir hier halt einfach gehen. Und ihr müsst euch das vorstellen. Ich bin ja tatsächlich immer dann im letzten Jahr
so im Juni, Mai, Juni, Juli. Wirklich immer jeden Tag habe ich versucht, meine 6000 Schritte voll zu kriegen. Und das ist halt natürlich dann durch allem, durch diese ganze Arbeitslast, die ich mir da halt auch aufgehalst habe, weil ich ja unbedingt die Schulden von mir an Tamara loswerden wollte, aufgehalst habe, war es halt dann einfach auch irgendwann nicht mehr möglich. Ich streame einfach nur übers Handy gerade, ja. Mit der Streamlabs-App. Beim Aufstieg kam mir jemand entgegen. Das war's aber auch. Sonst nix. Bei den Temperaturen würde ich ja erwarten, dass mir Menschen entgegenkommen. Aber ja. Wie gesagt, dann habe ich es halt irgendwann nicht mehr geschafft. Und als ich dann irgendwie gesehen habe, dass mein Gewicht so ein wenig stagniert und ich in letzter Zeit nicht viel tun kann, um irgendwie einen Ausgleich zu schaffen für die Kalorien, die ich esse, musste ich mir leider eingestehen, Chris, du musst dich wieder mehr bewegen. Weil das Ziel war ja, wieder weiter Richtung 68 zu kommen, sonst, das war das Ziel, das ich mir gesetzt habe, sonst wird das mit Eileen nichts. Denn ich möchte nicht so zu Eileen werden. Ja, mach doch. Was hält dich denn auf, Panda? Das tut gut. Vor allen Dingen kannst du mit Leuten schwätzen, die halt an deiner Seite sind. Mache ich ja hier auch. Wir machen einen Rucksack mit Twitch-Aufkleber, mit Wasser und Lunchbox. Ja, genau. Ja, das ist ein Selfie-Stick. Den habe ich aber nicht gerade mal wirklich weit ausgezogen. Aus Kabelgründen. Warte. Guck mal hier. So. Jetzt kann ich aber den Chat nicht mehr lesen, Panda. Das ist jetzt nicht so gut. Aber das wäre dann der Selfie-Stick. Mal gucken, jetzt kann ich so Quatsch hier machen. So. Die sind ja Gott sei Dank nicht mehr allzu teuer, diese ganzen Selfie-Sticks. Du brauchst ja noch nicht mal einen, der irgendwie mit Bluetooth oder so funktioniert. Du willst ja prinzipiell willst du ja nur eine Halterung haben fürs Handy. Oh, jetzt kommt hier die guten Songs. Ich glaube, ich habe den langen Weg genommen. Auch gut. Wir gehen jetzt durch sehr dichten Wald. Kann sein, dass wir wieder abbrechen. Ich habe extra schon die Qualität massiv runtergeschraubt, damit wir nicht allzu viel Verbindung verbraten. So, was ganz interessant ist, ja, ich zeige euch mal ganz kurz den Weg, auf den wir hingehen. Ja, ja, es läuft gerade Hocus Pocus von Focus. So, dieser kleine Weg, ja, ihr seht, wie schmal der ist, ja. Ja. Beim letzten Mal, als ich hierher gelaufen bin, sind mir zwei Mountainbike-Fahrer hier oder BMX-Biker, wie auch immer, entgegengeheizt, ne, auf ihren Kettlers. Aber mit was für einem Affenzahn, ey. Lebensmüde, weil guckt mal. Geht hier so ein bisschen nach unten. Nur ganz leicht. Was möchte denn meine Uhr? Ah ja. Also, hätte ich schon Bock, Panda. Ich finde das schon, ich finde sowas echt mega entspannend. Ja, auch wenn mir wahrscheinlich später sowas von der Arm weh tut, vom Selfie-Stick. Aber das ist mir gerade sowas von Rolle. Vor allen Dingen, es tut gut. Ja. Und ich denke mal, gerade durch einen Stream oder so, wohnst ja wahrscheinlich in der Region, wo du besseres Internet hast auf jeden Fall, hast du auch gewisse Motivation da. Ich meine, wenn die Zeit da ist, hängen wir ganz sicherlich rum.
Ich musste auch jetzt schon den Arm wechseln, weil langsam meine Hand taub wird vom Zusammendrücken. Hey Alex! Das ist dieser komische Außenwind. Kassel, ja, dann hast du erst recht da gutes Netz. Da hab sogar mit O2 habe ich da sehr schönen Empfang. Nur außenrum, da in Hessen, da beheizen die mit Kuhfladen das mobile Internet. Ja, gutes Internet ist relativ. Musst du mal gucken. Ich meine, so viel kenne ich von Kassel auch nicht. Das ist doch auch schon mal was, um ein bisschen was zu kennenzulernen. Ach ja. Jemand von euch Höhenangst? Frage für einen Freund. Bevor ich jetzt mal eben umschalte. Der Tag, wo ihr wieder auf die Konnichi heizt. Wenn ich mal einen Führerschein. Ein wenig. Okay. Dann guckt mal ganz beiläufig weg. Weil das ist die Aussicht, die wir jetzt hier gerade haben. Ist das cool oder ist das cool? Wir sehen gleich noch mehr. Ja? Ich meine, guckt mal da hinten, die Berge und alles. Wenn es mal über mich kommt, ja, dann frage ich meine Mama mal, ob sie mich mal in Annweiler rausschmeißt oder mit dem Zug. Ja? Und dann zeige ich euch mal... Dann zeige ich euch mal hier die Burg Trifels. So. Reicht auch wieder. So, was? Sekunde, ich muss im Chat scrollen. Ja, beim Stream ist das nicht schlimm. Willkommen zurück, Vogel. Ich fühle mich, mir flacht mal so. Ja, gut. Ja, also so richtig Wanderung ist das jetzt ja gerade nicht, ne? Aber es kann unglaublich gut tun, einfach mal so ein paar Stündchen rauszugehen. Ja. Und ich bin. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich gerne hier bin. Sekunde, wir müssen ganz kurz aus dem Weg gehen. Ah, okay. Hallo. Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich sehr, sehr gerne hier bin. Oder in dem Ort halt auch gerne bleiben wollen würde. Hallo. Weil ich finde schon, dass wir halt echt naturtechnisch haben wir es echt verdammt gut. Bisschen dünner, also ich würde mich gar nicht trauen, hier mit dem Rad lang zu fahren, wenn ich bin. Eine Freundin meint auch gerne raus, um die Kinder ab. Ja, nun. Es kommt schon wieder Discord-Nachrichten durch. Wenn Discord-Nachrichten durchkommen, sind wir bestimmt gleich wieder online. Ihr sagt ja eh Bescheid, ne? Kennt euch doch. Ja, muss ich hier oben rum oder unten rum? Thank you.
Chat. Schade, geht nicht mehr. Oh. Scheinbar, wenn ich wieder da bin. Geil. Schade. Da hinten war eigentlich die coole Aussicht, die ich euch zeigen wollte. Was mich sehr, sehr wundert ist, ich hatte bei O2 da fast immer vollen Empfang und bei der Telekom ist es halt null da. Ich traue mich auch nicht, da jetzt wieder ein paar Schritte weiter hinzugehen. Nun. Vielleicht ist das auch besser so. Dann müsst ihr herkommen und euch das selber angucken. Haha. Ich laufe übrigens jetzt gerade einen Weg zurück, den ich noch nie gelaufen habe. Also falls ich irgendwie nicht in 2 Stunden zum Mailstream wieder da sein sollte und die Internetverbindung abbricht, send help bitte. Hast du Fotos gemacht? Nein. Aber vielleicht ist es als Aufnahme verewigt. Man weiß es ja nicht. Es ist aber kaum bis jetzt wieder um die Ecke rum.
Schilder. Sekunde. Ob das eine gute Idee war, meine Damen und Herren, wir werden es rausfinden. Gewinner gehen rechts lang. Hoffentlich war das keine schlechte Idee. Oder meine Loots viel eher. Mal nackt war ich ja nicht bisher. Kommt. Ich meine, alle Fotos davon. Die verpönt mich. Oh, ist das doof. Oh, hi. Lustiger Witz, da oben. Das tun wir jetzt gerade. Ja. Es lebe der Sport. Boom. Er ist beliebt bei Alt und Jung. Es lebe der Sport. Schon. Wieso macht Schirki jetzt eigentlich Nene? Für die ganzen Disconnects und so. Also ich bin 4 Kilometer vom Ort weg. Also ich meine, zu Hause kann ich jetzt momentan eh nichts machen. Also das sind mal einfach so 42, 20 Stunden nebendran hocken. Also wie die Mister. Ich finde nicht mehr nach Hause. Dachte ich toll. Ich das. Der Power. Wäre ich lieber zu Hause geblieben, da hätte ich Internet. Wie gesagt, ich kann ja teils den Chat sogar noch lesen, aber mobile Verbindung für den Arsch. Gerade. Mal gucken, wie lange wir das noch schaffen. Wenn wir wieder weiter Richtung Ort kommen, ist auch die Connection wieder besser. Das mache ich in Zukunft Radio Haichins, so wie Yuchan. Blend da ein ganz sexy Bild von mir ein und dann gibt es nur Audio. Was einfach dann gar nichts bringt.
Ja, bringt halt die Internetverbindung gerade mit sich. Stell gleich wieder, wenn wir weiter Richtung Ort kommen, wieder auf 27p um. Ach wieso, Mel? Das ist doch alles ganz legitim. Das sind alles Views. Kann ich eigentlich irgendwas machen währenddessen? Nö. Ich glaube, Max ist zufälligerweise. Und André, glaube ich, auch. Aha, tut es das? Dann lass mich noch mal gucken. Meine Damen und Herren, 4 Balken. Jetzt haben wir wieder LTE. Was ist denn da los? Und nein, ich suche keine Pilze. Ich hatte noch nicht das Bedürfnis, nach Pilzen zu suchen. Kenn ich, Mel. Müssen wir das Bewerbungsformular aufmachen, wa? So, ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich irgendwann wieder da ankomme, wo ich hin will. Aber, ne, wie gesagt, wir müssen alle neue Wege im Leben gehen. Das tue ich jetzt. Als Knirps war das ja recht schwierig. Jetzt kann ich das ja machen. Jetzt bin ich ja mindestens 3x6 Jahre alt. Und die Aussicht ist wieder ganz cool eigentlich. Schalte vor, sie haben ein GPS ein, dass man dich wiederfindet im Outback. Wäre eine Idee. Gib mir jetzt alle 5 Minuten deine GPS-Daten durch. Ich glaube schon, dass ich sehe da hinten den Ort. Ich sehe nur aus einem ganz komischen Blickwinkel. Ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt einmal komplett drumrum. Ja schön, Shakira, whenever, wherever. Das passt ja gerade super. Ah, Handy lädt jetzt wieder. Schön. Da hatte ich ja drauf gehofft. Also solange wir relativ weit oben sind, dürfte das Signal ja nicht abreißen oder die Bäume um mich herum wieder zu dicht werden. Ich bleib trotzdem dabei, dass die Tour gerade extrem gut tut. So, ich habe gehört, ich muss die Tage wieder schön ganz brav Corona Speedrun üben. Ich muss A, meine Zeit verbessern. Ich würde mich nur mitverlaufen. Ja nun. Ich habe das ja in Echo gelernt, ne? Ja, also muss wohl die Tage wieder ein klein wenig Rorona Speedrun üben. Denn GDQ kommt ja. Da ich ja jetzt nicht unbedingt weiß, ob das Ganze klappt, dann hätte ich ja nur 2 Tage Zeit, das zu üben, und das will ich eigentlich auch nicht. Ich bin jetzt ja schon so ein Kackboon, der halt noch mit Notes spielen muss, ne? Oh Leute, aber ich hoffe tatsächlich, ihr freut euch auf dem nächsten Stream-Content. Ich habe hübsche Klamotte gekauft. Ich habe heute mit dem Händler gesprochen, der halt auch gesagt hat, so, das könnte schon ein bisschen knapp werden, aber wir probieren es mal. Im Zweifel schickst du zurück, ne? Aber das will ich eigentlich gar nicht. Bei einem Online-Event merkt das keiner mit den Notes, als ob. Na, ich habe mir schon überlegt, ob ich das nicht einfach so Classic mache. Weißt du, ich lade Sakurion ein, der kennt den Run ja auch ganz gut. Der setzt sich dann hinter mich aufs Sofa und ich setze mich davor vor die große Glotze.
Ja, nee. Ich habe gestern übrigens dann endlich mal meine Bestätigung oder meine Eingangsbestätigung bekommen für den Corona-Hilfeantrag. Da scheint, es gibt Dinge. Eine eigene Couch im Online-Event. Oh ja, Baby. Ja, die werden, also das wird so Prestige. Ja, das glaubt ihr gar nicht. Aber die nehmen mich doch eh nicht weg. Also mal ganz ehrlich. Atelier Rorona. Weiß man eigentlich, ob das RPG Limit Break in irgendeiner Form stattfindet? Oder machen die auch irgendwas online oder so? Weißt du, da halt dann so Kram zu haben wie halt ein Sofa und so ein Kram verschoben. Okay. Ja, also Atelier. Erstmal Atelier, da kannst du direkt schon mal ein Kreuz dran machen mit was. Atelier beim GDQ, ich bitte dich, ja? Und dann jemand wie ich beim GDQ, dieser Gelegenheits-Speedrunner, der nichts anderes in seinem Leben tut als Yakuza und Ateliers oder Rorona-Speedrun. Ich bitte dich. Ja? Ich find's schon ein Riesending, dass Vela bei ESA Together dabei sein konnte, ne? 11. bis 17. Oktober. Ja gut, aber die Submissions bleiben ja fest, wenn ich das richtig sehe. Also ich könnte es, jawohl, jetzt ohne Tamara könnte ich es mir halt schon leisten. Weiß ja nicht. Aber auf der anderen Seite will ich wirklich in die USA. Ich weiß nicht. Aber vielleicht machen sie ja auch trotzdem nochmal irgendwas online. Weil so wie ich das ja gehört habe, soll sich ja diese gerade in den USA wird sich diese Corona-Geschichte, die wird sich noch eine furchtbar lange Zeit ziehen. Eine sehr, sehr lange Zeit wird sich das wahrscheinlich noch ziehen. Oktober halte ich für unrealistisch. Aber, den USA fängt das jetzt erst richtig an. Ja, genau darum geht's ja. Hallo. Hallo. Genau das ist es nämlich halt. Nein, willst du die nächsten zwei Jahre nicht? Ich glaube auch, dass da irgendwann auch mal irgendwie so diese Idee kommt, dass da keiner einreisen darf. Ich meine, es ist schade. Ich hätte halt echt gern, also ich würde verdammt gerne, ich würde wirklich verdammt gerne mal ein Atelierspiel irgendwo da präsentieren dürfen, aber aufgrund, dass es halt in den USA ist, weißt du. Also ich habe gestern übrigens eine E-Mail von Christian Herfurth bekommen. Oh, dankeschön. Ich habe gestern eine E-Mail von Christian Herfurth bekommen, der halt auch gesagt hat, dass er... Ich habe es gerade gesehen, dankeschön. Dass er immer noch auf die Liste wartet. Die hätte übrigens Phil schon seit Ewigkeiten hinschicken sollen. Ich denke mir da auch wieder meinen Teil zu. Ich habe ihm jetzt die Liste, was wir alles brauchen, halt zugeschickt. Für den Fall, dass die Gamescom doch stattfinden sollte, machen wir da ein Riesending. Das Problem ist halt einfach auch, durch die Kurzfristigkeit dann, wenn die halt erst wirklich im Juni, Juli wissen, ob die Gamescom stattfinden kann, dann Speedrunner ganz kurzfristig. Leute anschreibt, die ich gerne da haben würde, oder ich mache vorher ein Submission-Formular auf, wenn ich einfach, oder dafür habe ich eigentlich zu stark dafür gekämpft. Ja? Auf dem Messengelände haben die noch ein Neulazarett aufgebaut oder bauen noch. Das wird, denke ich, noch eine Weile stehen. Ja, das ist halt jetzt die Geschichte, ne? Aber vielleicht kann ich ja mit dem Christian Herfurth in irgendeiner Form da im Kongresszentrum oder was auch immer eventuell trotzdem das Event stattfinden lassen können, aber halt online. Aber trotzdem unter dem Gamescom-Schirm. Verstehst du, was ich meine? Weil er klang halt jetzt nicht so, als wäre die Geschichte schon komplett ad acta gestern in der E-Mail. Ja, hatte dann Heide noch mit ins CC genommen. Das ist die gute Frau von der Messe, von der Family Area. Ja, also ich werde das auf jeden Fall im nächsten Telefonat irgendwie mit berücksichtigen, wenn ich das sage. Wir gehen jetzt übrigens
wieder in ein dichteres Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Verbindung hält, ne? Hab euch lieb. Selber Pappnase. Fehlt da jetzt schon wieder. Ja. Bittet einfach Speedrun Community ernst genommen für die Gamescom. Das ist so ein großes Ding. Und ich, kleiner Mann, habe das möglich gemacht. Ich will nicht, dass das Ding jetzt halt einfach vor die Hunde geht, nur wegen diesem Kack-Corona-Kram. So, ich glaube, Internet löst sich gleich wieder auf. Ich will das nicht. Wie gesagt, dafür haben wir zu sehr dafür gekämpft. Ja doch. Ich meine, was habe ich denn mit dem Projekt Moonflower oder sonst irgendwas erreicht? Mit der Backer-Crew? Da sind wir jetzt zwar schon ein bisschen Oberniveau, Schicht Twitch Fernsehen in Anführungszeichen. Ich brauche da wirklich jemanden an meiner Seite, der mir bei dieser ganzen Geschichte hilft. Und das ist das Problem. Weil alleine kann ich halt nicht so viel machen. Und das zu gehen und mit Veranstaltungskram und nur gut in der Gemeinschaftsarbeit. Those are my feelings. Das passt jetzt schon sehr gut, diese Musik. Sie ist sehr apokalyptisch. Komm mal, welcome to the jungle, Ryan. Achso, bin ich wieder da? Denk schon, okay. Wir probieren es mal. Ich weiß nicht, was das letzte war, das ich gesagt hatte. Ja, ich sag nur, das Ding wird wahrscheinlich ein Gemeinschaftsding, weil ich glaube nicht, dass ich das alleine schaffe. Ja, also die Dokumie hat nur deshalb funktioniert, weil ich halt nicht alleine war. Und im Endeffekt, mir fehlt jetzt einfach so ein bisschen die stützende Kraft nebenbei halt noch. Ja, jemand, der halt sich ein bisschen mit Veranstaltungen beschäftigt hat oder der ein bisschen Ahnung von PR hat. Und ich bin keiner, der groß Ahnung hat vom Thema Scheduling und so ein Quatsch, ja. Aber das geht halt schon. Ich meine, ich bringe ja ein bisschen Fernseherfahrung mit. Und für mich ist es nicht mehr wie eine ganz große Live-Sendung. Das ist halt auch noch. Und als mehr sehe ich den ganzen Quatsch gar nicht, weil für mich ist das einfach ein großes Entertainment-Programm. Und so habe ich es halt auch der Heide von der Gamescom vorgestellt. Du hast mit nichts davon Erfahrung, das ist ja egal, aber du hast zwei helfende Hände, verstehst du? Und du bist Speedrunner, verstehst du? Eigentlich müsste man halt nur jemanden haben, der halt so ein bisschen Ahnung hat vom Thema Stände, wie das genau läuft. Ja. Sobald man da halt jemanden hat, der zumindest ein klein wenig Messeerfahrung hat, ja, das hilft ja schon. Außerdem, wie gesagt, Bro, du bist Speedrunner. Du kannst von einer gewissen Art kannst du aus Sicht der Speedrunner sprechen. Ja, das ist halt auch was. Ich kenne das Problem halt nicht, weil ich bin halt. Das fehlt.
Oh, Sugar Rush von AKB, na toll. Das ist halt mit auch unter dann so ein Ding. Weißt du, wie viel Pause. Also ich habe sehr oft bei Figuya am Stall gehabt. Wie klein die Welt ist. Jessica. Der ist doch. Ich kenne sie nur als Figu-chan bei Twitter. Ich glaube, sie ist Jessica Janus. S-U-G-L-O. Ne, also, ich meine, visuell. Ne, visuell haben wir wenigstens jemanden, der halt ein bisschen Print und digitale Medienerfahrung hat. Ja. Und damit haben wir eigentlich schon so viel abgedeckt. Ja, das ist eine alte Freundin von mir. Ach so, ja, interessant. Ich habe mal einen Werbespot für Figuya gemacht. Und irgendwie wollten wir da mal zusammenkommen, aber das hat nie geklappt. Ich hätte sie echt gern unterstützt mit digitaler Medienkampagne und so. Ich würde auch immer noch sehr, sehr gerne Werbung für sie im Stream machen. Vielleicht kannst du da ja mal was anstoßen. I don't know. Ich habe meinen Stand auf den Videodays mit konzipiert. Ja, wofür rede ich denn hier eigentlich? Wisst ihr, für mich ist nicht das Problem. Dann will ich aber am Stand eine Wand haben, wo wir alle drauf unterschreiben. Ja? So. Ich hatte nie ein Problem damit, mehr Namen in einen Abspann zu schreiben oder so, ja? Oder, ne? Deshalb war es mir übrigens auch so wichtig, ja, weshalb ja, was ja auch viel kritisiert wurde, bei der Verabschiedung beim ZFM, dass ich mich aufrichtig bei jedem bedankt habe, der mitgeholfen hat. Weil ich finde das unglaublich wichtig. Weil einfach nur zu sagen, jo, danke, tschüss, das zollt nicht gerade von Teamgeist. Ja, weil dieses Team, was dann da halt irgendwie involviert ist, das hat sich halt einfach tagelang den Arsch aufgerissen. Ja, und das gehört halt einfach dazu. Mir war das Team, was daran arbeitet, immer viel, viel wichtiger als das Große drumherum. Jump into your racing car, say Sugar Rush. Irgendwann programmiere ich Sugar Rush. Das hat ja noch keiner gemacht vorher, außer dieses verkackte Flash-Game. Das sind da halt so meine Gefühle in die Richtung. Und ich will jetzt nicht aufgrund von irgendwie Trennung und Corona und weiß der Geier noch was für eine Scheiße, halt dieses Ding halt liegen lassen. Vor allen Dingen habe ich halt auch noch das Problem, muss ja den Christian Herfurth irgendwas sagen, was wir brauchen, ne? Überhaupt noch da? Ah, okay, danke schön. Man muss ja dem Christian Herfurth auch irgendwie sagen, was wir brauchen, ne? Ich meine, jetzt habe ich ja den ganzen Schlimmbim habe ich ja im Lager stehen, ne? Audiotechnik und was auch immer. Dass wir da halt im Prinzip was hinstellen lassen können. Aber das können wir halt auch nur durch eine Gegenleistung irgendwie, dass vielleicht ein von ihm befreundeter Figurenhändler oder was auch immer irgendwo einen Stellplatz kriegt. Ansonsten kostet es halt Geld. Und dann ist die Frage, wenn wir der Messe zu viel Geld. Frage, wie kriege ich meinen Scheiß eigentlich dahin? Ja, da muss ich dann halt gucken, ob alles bei Jan in den Transporter passt. Ja, vor allen Dingen weiß ich ja noch nicht mal, wie viel Platz ich veranschlagen muss, ne? Ich hätte halt schon gerne den Platz, den wir beim ZFM hatten, ne? Oder bei der Dokumi mindestens. Ich meine, wir reden hier von der Gamescom. Normalerweise müsstest du es doppelt und dreifach berechnen. Family Area sitzt sich einfach. Dass ich jetzt sag, nö, ist nicht. Ich Dinge. Das ist ja gleich wieder ein bisschen stabiler. Wenn ich falsch abgebogen bin vorhin. Ich meine, irgendwo müssen so Waldwege ja hinführen, oder?
Wenn du Knusper ausfindest, auf. Bitte, ganz ehrlich. Ich würde hier ungern allein gemacht. Oh Leute, da geht mir der Arsch auf Grundeis. Angel of the Sim. Moment, das Internet. Wieder weiterreden oder ist es immer noch zu? Kann ich ja jetzt. Angel of the Set. Angel of the Set. Gut, das wenigstens durch. Hoho. Freue mich wieder nachgesagt, wie ich sage böse Dinge. Bin durchaus angestrengt, liebe Freunde. Oh, Burning for You von Black Öst. So viel coole Mucke auf dem Handy. 17 Uhr, ach du Scheiße. Mal gucken, wie lange ich komme. Ja, er gibt einfach Bescheid, ne? I'm up today. Burn out the night. Boah. Mein Bein, ne? Boah, geil! Ich wieder... Aber wäre ja doof, wenn ich im Dorf rumlaufe, oder? Natürlich. Habt ihr schnell alles. Oben drauf stellen kann und kann einfach mal ganz laut schreien. Laut in mein Kissen schreien wollte. Ist meine Mama von wach geworden. War wohl doch etwas zu laut. Und wenn da Fahrradfahrer herkommen, dann müssen wir ja irgendwo sein. Vor allen Dingen waren das drei Kissen, in die ich reingeschrien habe, weißt du? Dann verende ich zwischen ihren Brüsten. Er ist erstickt. Genau. Nein. Wenigstens echte werden, Mel. Night. Perfect.
Southern Light. Sing up to the dining. Feel deine Muse in my sight. Faster. Jetzt geht's immer tiefer. Würde mich nicht wundern, wenn das Internet sowieso wegbleibt erstmal. Time to wake up from the sunburn. Why you still? Ach Gott, schmerzt mein Knie. Daran merke ich vielleicht doch, dass ich alt werde. Immer tiefer, ja. Aber tiefer als morgen geht's gar nicht bei der Bagger Crew. Ha, geile PR. Keeps me insane. Ach, keine Ahnung. Ich habe mich heute auch so ein bisschen mit meiner Mama noch drüber unterhalten. Da ging's um das Thema Träume. Weil sie dann zu mir meinte, sie hat in ihrem Alter keine Träume mehr. Dann habe ich gesagt, da will ich gar nicht hinkommen. Ich werde in 5 Tagen 32. Meinte zu ihr, und ich bin jetzt schon in diesem Zustand, wo ich denke, ich glaube, für mein Leben habe ich alles erlebt. Was renne ich denn noch meinen Träumen hinterher? Das hat ja 10 Jahre lang nicht funktioniert. Und dann meinte sie, mein Vater ist mit seinen Träumen im Herzen noch in den Tod gegangen. War nicht die aufbauendste Unterhaltung. Aber. We forgot the reason we're hanging on. Wo kommt der Song jetzt eigentlich her? Ich weiß gar nicht mehr, wer das singt. Das wäre irgendein Olympiasong. Ihr habt gesehen, Menschen. Also wir müssen irgendwo in die Zivilisation kommen. Es wird hier langsam steiler und rutschiger. Unfassbar, keiner bleibt daheim. Es hieß ja bei uns wirklich, Sport ist 2 Leuten, also ne, nur du und jemand anders unterwegs bist und so weiter und so fort. Ihr wisst, ich habe normalerweise einen hohen Qualitätsstandard. Oh, Moment, ganz kurz eine Sekunde stehen bleiben. Weißt du, Mel, wie viel du mir Gutes tun könntest momentan mit den ganzen Himeko-Sachen? Best JRPGs of all time. So, jetzt. Hä? Wie, ich bin weg. Ist jetzt die Videobrille je nach Content-Quality. Was zum Geier? Bin ich nie mehr da? Ich hatte gerade fast vollständig empfangen. Ja, das Zeichnerische. Beim anderen Kram, weißt du, da kann ich ja auch selber viel. Ich meine, ich habe mir ja gestern endlich die 2. Wig für Himeko bzw. für Eileen bestellt. Ja. Das war für mich eine Gottesfügung. Ja. Aber ich glaube, das wäre sehr viel bedeutungstechnisch.
es ist jetzt nicht, dass ich auf diesem Kanal je so viel Subs kriegen werde, dass es sich hier wirklich groß lohnt, dass ich hier wirklich groß lohnt, Emotes zu haben und so. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wenn irgendwann mal, Gott bewahre, die Crew nicht mehr ist, werde ich wahrscheinlich auf diesem Kanal streamen. Oder ich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bei der Crew sein kann, darf, will, wie auch immer. Das Problem ist, dass ich halt durch die Fanarts... Ja, ne, mach langsam. Mach langsam, Mel. Ich könnte es ja auch einfach selber lernen, weißt du, dann hätte ich das Problem gar nicht. Aber da haben wir wieder das generelle Problem. Ich kann einfach nicht alles können. Nur weil ich nicht fragen will oder nur weil ich keinen belasten will. Das ist ja auch Quatsch. Ich habe gerade durch diesen Fanart-Kanal halt doch schon so ein bisschen, beschleicht mich eine Form von Wehmut. Mal drüber nach. Weißt du, ganz ehrlich, Real Talk, ich glaube, dass... Oder Eileen ist ja... Habe ich noch gedacht. Mit dem Real Talk. Eigentlich das Zeichentablett. Drei. Haus am See. Blätter liegen auf dem Weg. Meine Frau ist schön. Ich brauch nie rauszugehen. Das Haus gesehen. Das Haus am See. Ja. Ja. Kann ich es wirklich kaum erwarten. I believe. The day is a good day when you paint. Believe. Bring another good thoughts to your heart. I believe. Every day is a good day when you paint. Believe. The lonely medicine. Almost paint with anything. And freedom on this canvas. Believe. Ah, schön. Ja, wir kommen jetzt wieder näher Richtung Ort. So. Stefan freut sich übrigens gerade einen Keks. Was? Moment, ich muss erst Chat nachlesen. Entschuldigt mich eine Sekunde. Wo ist denn jetzt hier dieses lustige Icon-Ding, womit ich den Chat angucken kann? Er soll sich glücklich schätzen, dass er sowas kriegt. Oh, ich hab's geahnt. Ich bin am Schwimmbad. Soll ich euch das mal zeigen?
Er glaubt ja die ganze Zeit nicht, dass er sowas wie Fans hat und dass Leute seinen Kram gut finden, ja? Ja? Zeig ich euch das mal. Ich hab geahnt, dass... Oh, entschuldigt, Moment. Hier. Unser gutes Freibad. Es hat eine Rutsche. Ja? Will ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Das war mir irgendwie klar, weil ich bin einmal um den ganzen Ort rumgelaufen. Also musste ich ja irgendwie zwangsläufig entweder oben am Campingplatz rauskommen oder beim Schwimmbad. Da ich immer rechts rumgelaufen. Damen und Herren. Ja, wird wohl nichts mit. So. Ich versuch mal so ein bisschen mehr über den Sound zu halten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig wegen der Powerbank, ne? Man sieht es wahrscheinlich eher weniger wegen der Sonne jetzt, aber das ist halt schon echt cool eigentlich. Ja. Also Stefan soll sich wirklich mal glücklich schätzen, dass er so viel Liebe kriegt, ja? Das ist nicht unbedingt was Selbstverständliches. Lustigerweise haben wir vor 3 Jahren oder so, haben wir mal aus Spaß, saßen wir im Discord zusammen und haben dann aus Spaß gesagt, so, dann zu dem Zeitpunkt, wenn es irgendwann mal Fanvideos oder Fanart oder irgendwas in die Richtung gibt, dann sind wir wohl an einem Punkt angekommen, wo wir, glaube ich, ein klein wenig was erreicht haben mit diesem ganzen Quatsch, ja. Ahoi. Ahoi, ahoi. Naja, es ist halt nur ein kleiner Ort. Ah, jetzt kann ich es euch nochmal zeigen. Es ist halt nur ein kleiner Ort in Rheinland-Pfalz, ne? Das ist halt die andere Geschichte. Jetzt haben wir wenigstens ein klein wenig Netz wieder, weil wir jetzt wieder im Ort sind hier. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Zeit ich da in meiner Jugend drin verbracht habe. Ich meine, da sah es noch nicht so aus, aber echt verdammt viel. Aber echt verdammt viel Zeit verbracht. Da war mir noch egal, wie ich in Badehose aussehe. So. Oh boah. Ja, also ne, also dann hätten wir ja diesen Zustand erreicht, bei dem wir in irgendeiner Form scheinbar irgendwas in diesem Internet bewegt haben. Weil im Endeffekt, wenn jemand uns so sehr mag, dass er sowas dann halt für uns tut, dann müssen wir das Leben dieser Person ja in irgendeiner Form positiv bereichert haben. Und das ist etwas, das ist für mich persönlich eigentlich relativ wenig greifbar, weil was habe ich denn mit meinem Schmu schon groß erreicht, weißt du? Und im Endeffekt tue ich ja in Anführungszeichen auch nicht wirklich irgendwas für die Crew. Ich streame und gucke halt, dass der ganze Asset-Kram da ist. Mehr mache ich aber auch nicht. Also von daher bin ich eigentlich ganz glücklich, dass da anscheinend jetzt irgendwas, ne? Und im Endeffekt bin ich ja auf Stefan wieder zugegangen und habe gesagt, weißt du was, komm zurück. Ich glaube, jetzt ist die beste Zeit. Vielleicht habe ich doch noch ein klein wenig Form Menschenkenntnis und schaffe doch noch so das eine oder andere. Ach Quatsch, sag das bloß nicht. Sonst mache ich mir umso mehr Sorgen, dass ich weder krank werden darf, noch dass ich irgendwann auch mal Zeit für mich irgendwie in Anspruch nehmen kann. Wobei man jetzt halt wiederum auch sagen muss, so,
Eigentlich bräuchte ich die gerade mehrfach. Ach so, ihr wollt Real Talk machen, ne? Wenn ihr kurz die Minute gestattet, Real Talk, geht nämlich um Mel. Mel ist für mich mittlerweile so ein wichtiger Mensch geworden. Das ist eigentlich so dieser Zustand, wenn du hier innige Beziehungen hast, ja, also ich muss stehen bleiben, sonst macht es keinen Sinn. Wenn du hier innige Beziehungen hast, Mel und ich sind genau da drunter, freundschaftstechnisch, behaupte ich. Und als Mel angefangen hat, sich Sorgen zu machen, ob sie überhaupt noch irgendwie groß jobmäßig irgendwas hat, kann, kriegt, was auch immer, dann habe ich mich an diese Zeit zurückerinnert. Entschuldigung. Dann habe ich mich an diese Zeit zurückerinnert. Ich versuche auch rechtzeitig zu Hause zu sein, dass ich rüber hosten kann. Ja? Wir sind jetzt ja fast da schon wieder. Dann habe ich mich an diese Zeit zurückerinnert gefühlt, warum ich überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich habe den Laden aufgemacht. Oh, hallo, 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 Deschi, hallo. Du hast wenigstens die ganzen Disconnects verpasst. Und dann musste ich mich daran erinnern, warum ich das mit der Selbstständigkeit angefangen habe. Und das war eigentlich nicht wegen mir. Ursprünglich wollte ich... Jahrelang hat Tamara gesagt, dass ihr Job nur übergangsweise ist, ja. Und wie sehr sie eigentlich Mediengestalter für Digital und Print werden wollte. Ich habe das alles versucht aufzubauen, weil ich ihr genau diesen Ort geben wollte. Und mittlerweile denke ich drüber nach, was ich eigentlich für Mel tun kann, dass sie weitermachen kann. Am liebsten würde ich halt im Prinzip mich gerade finanziell in den Ruin schmeißen, um irgendwelche Aufträge an Land zu ziehen, damit ich Mel damit bewerfen kann, damit sie einfach das machen kann, was sie lebt. Und mehr habe ich auch nicht bei anderen Menschen gemacht. Es war immer mehr wichtig, dass ich für andere in irgendeiner Form ein bisschen den Weg ebnen kann, auch wenn ich dabei immer zurücksteige. Und jetzt bin ich in so einer Situation drin, wo ich eigentlich der bin, der alles verloren hat. Also fast alles. Und das ist nicht gerade... Ich bin halt ein dummer Mensch. Mit leider einem viel zu großen Herz. Ich glaube, das ist es. Ja, doch. Das mache ich doch gerade, Deschi. Ja, also. Ich habe auch gestern indirekt... Ich habe auch gestern indirekt dem Team noch ein paar weitere Hintergründe gesagt, warum mich das mit der Trennung so sehr getroffen hat. Ich will da eigentlich momentan nicht weiter drauf eingehen, aber es war für mich halt auch der nächste Schritt mit Tamara. Und dass jetzt kurz vorher dann die Trennung kommt, das ist halt für mich auch... Aus welchen Gründen auch immer. Ist halt für mich noch mehr der Niederschlag gewesen. Also im Prinzip, was habe ich denn momentan noch groß von meinen Wünschen und Träumen? Außer die Crew habe ich nichts mehr. So dumm es einfach klingt. Außer die Crew habe ich nichts mehr. Das neue Intro, das habe ich auch nicht unbedingt gemacht, um Tamara da rauszukriegen, sondern halt auch einfach, weil ich zeigen wollte, dass wir halt auch immer noch so ein eingeschworenes Team sind. Glaubt nicht, dass mir das nicht wehgetan hat, als ich dieses komplette Intro irgendwie umgeschnitten habe. Und ich habe das Gefühl, dass ich momentan einfach in so einer richtig schlimmen Spirale bin. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Ich habe mich ja auch fast einen ganzen Tag zurückgezogen dafür.
Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Energie hergenommen habe, glaubt's mir. Also falls jemand in irgendeiner Form gravierte Verlobungsringe braucht mit dem Namen Tamara und Chris, meldet euch bei mir. Ihr müsst euch vielleicht nur überlegen, ob ihr nicht vielleicht sie einfach überklebt oder so. Nee, ich habe nicht einen Tag dafür gebraucht. Ich habe mir die Zeit genommen, diesen Tag, um die Energie dafür zu finden, das irgendwie zu machen. Ich habe den Tag über einfach erstmal die ganzen Clips runtergeladen und habe dann mal geguckt, ob ich die Dateien noch habe vom Intro, und dann dachte ich, hey, komm, lass einfach machen. Ich saß 1,5 Stunden dran. Ich glaube, während des... Ich kann nichts sehen wegen der Sonne. Hä? Huch. Dass wenn man Schmerz fühlt, weiß man wenigstens, dass man noch Gefühle haben kann. Das, damit hast du nicht Unrecht. Bin ich wieder da? Okay, gut. Ist irgendwas verloren gegangen in der Zeit, wo ich offline war oder was? War nur eine Sekunde, okay. Weißt du, wenn du schon an dem Punkt warst, wo du dir absolut sicher bist, dass du mit diesem Menschen dein Leben verbringen willst und du dich endlich zusammengerissen hast und gesagt hast, okay, gut, die 8 steht für Unendlichkeit und ich will das jetzt machen. Und keine 2 Wochen später bricht dir dieses ganze Kartenhaus einfach überm Kopf zusammen. Da komme ich einfach wahrscheinlich so schnell nicht drüber weg. Was habe ich jetzt mittlerweile zu verlieren? Das interessiert sie ja eh nicht. So. Entschuldigt, dass ich da so offen drüber rede. Ich lasse mir aber auch nicht weiter nachsagen. Ich drehe nur schlecht über sie und überhaupt und tralala. Den Schuh ziehe ich mir nicht mehr an. So. Ja, Handy, raste wieder aus. Wir haben wieder Internet. Und bevor ich jetzt gleich wieder Discord-Nachrichten kriege, mit Chris halt's Maul, du solltest nicht drüber reden. Doch. Weil jetzt bin ich's los. Jetzt habe ich das letzte losgeworden, was mich in irgendeiner Form belastet hat. Es reißt halt schon mega an ein Loch. Und im Endeffekt keine Gründe zu kennen, macht es eigentlich nur noch schwieriger. Weißt du, bei uns war es halt im Prinzip so, wir hatten diese Regelung, dass erst wenn die Schulden weg sind, dann kommt der nächste Schritt. Irgendwann zum Jahreswechsel kam meine Mama auf mich zu und meinte so, ich glaube, ihr braucht einfach was Eigenes, ne? Und weißt du, sie hat halt einfach ihre Lebensversicherung für mich und Tamara aufgelöst. Damit wir eventuell gucken können, ob wir immobilienmäßig irgendwie was, ne? Damit wir einfach was für uns selbst haben. Weil klar habe ich oft mit meiner Mama thematisiert, dass das halt ein großes Problem ist. Klar. 20 Quadratmeter, ich bitte euch, zu zweit halt die ganze Zeit und dann Küche teilen mit den Schwiegereltern, das ist halt, oder mit der Schwiegermutter viel eher, das ist halt nicht unbedingt so das Wahre. Und eines Abends hat mich meine Mama dann halt rausgezogen und meinte so, jetzt setzen wir uns mal an den Tisch, und ich dachte jetzt so, oh scheiße. Ja, und dann hat sie das halt eben gesagt, dass sie das jetzt auflöst und dass sie von mir halt auch verlangt, dass ich damit den Schuldenberg wegschmeiße. Und den Rest ich in irgendeiner Form für uns weglege und
und gucke, dass ich da halt einfach was für uns finde. Für mich war das einfach auch nur unterstützend, so dieses, weißt du, jetzt ist der Moment, jetzt machst du das mit der Verlobung, jetzt machst du das, ne, die 8, weißt du, das verflixte 7. liegt fast hinter dir, sobald die 8 da ist. Weißt du, und wenn du dann halt einfach fragst, ob man sich halt wirklich aufrichtig liebt, weißt du? Ja. Und du dann halt ein Ja entgegengeworfen kommst, dann bist du dir natürlich noch 1000%ig mehr sicher, dass jetzt der richtige Moment ist. Und dann, ja, zwei Wochen später war halt Ende. Und bis heute kenne ich nicht richtig den Grund. Kommen wir auch gleich an dem Haus vorbei, was meiner Schwester gehört. Gibt hier übrigens ganz viele schöne Gärten. Wo ich, ne, ihr wisst ja, DSGVO und so. Zum Beispiel der ist echt schön. Laufe ich mal gern dran vorbei. Wie gesagt, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich bin einfach nur traurig, dass in dem Moment, wo es halt wirklich, ne, so, wie es der richtige Moment schien. Das tut mir weh, sehr, sehr weh sogar. Und das ist halt etwas, davon kann ich mich momentan halt echt wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht erholen. Das Internet-Knechtschaftsgesetz, ja, das meine ich auch. Das haben wir aber alle unterschrieben, als wir mit der Backer-Crew angefangen haben. So. Nachdem ich das. Wie viele neue Häuser stehen eigentlich, seitdem ich hier zum letzten Mal vorbeigelaufen bin? Hä? So, ich meine, ich bin es jetzt losgeworden und für mich ist es jetzt zumindest annähernd ein klein wenig besser, aber ob sich da jetzt viel verändert, kann ich euch nicht sagen. Lohnt sich mal rauszugehen, das stimmt. Hey, ich habe die letzten 4 Wochen auch nicht mehr gesehen als die Bude, ja? Wie viele Schritte haben wir denn jetzt eigentlich fast gemacht? Guck mal, wir haben jetzt 16.500 Schritte haben wir jetzt gemacht. Häuser wachsen wie Spargel. Ja nun. Oh, wir kommen gleich übrigens an einem Gebäude vorbei, das habt ihr von innen gesehen vor circa 4 Monaten. Ja, das Bürgerhaus. Da kommen wir gleich dran vorbei. Ich gehe sogar extra den anderen Weg, damit wir es auch nochmal aus der Perspektive sehen, die wir kennen. Oder von Fotos. Entschuldigung. Wisst einfach, es ist nicht leicht für mich. Und vielleicht könnte ich besser mit der ganzen Situation abschließen, wenn ich einfach ein paar Antworten auf einige Fragen hätte. Aber wir suchen es uns alle nicht aus, I guess. Und dass das halt jetzt auch wie so ein Blitzgewitter auf Menschen einprasselt, die mit mir zu tun haben, das finde ich eigentlich auch nicht okay. Aber naja.
Das zeichnet dich ganz viel aus, Mel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Übrigens, das zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich ganz cool. Ja. Sind sie echt cool hergerichtet. This is crazy. Here's my number. So call me maybe. Versuche ich tatsächlich. So dumm es klingt. Es ist halt natürlich sehr, sehr schwer, wenn man dir, wenn du die Tür, ne, weißt du, sei mal scheiße, Versprechungen zu machen, wenn du die Tür rausgehst, an die du dich dann halt doch nicht hältst. Das ist scheiße. Ich habe mein Versprechen gehalten, mich bei ihr nicht zu melden, bis sie mir ein Zeichen dafür gibt. Und das hat sie hat mir nur negative Zeichen gegeben. Und was soll ich denn da machen? Gab's da Saumagen? Yes. Das kann ich versichern, dass du mir den Antworten. Ich hab viel zu viele Gründe gehört, weißt du, und das ist. Und das ist Kacke. Ja, schon. Also wenn sie da vorne mal wieder losfahren mit den quietschenden Reifen. Ja, mach du mal. Wir gehen jetzt am Bürgerhaus vorbei. Zeig's euch nochmal. Dann sind wir ja auch gleich schon am Studio wieder. So, Hide kennt das noch. Bürgerhaus. Ja? Ich mach's hier nochmal so ein bisschen im Hintergrund. Ja? Da oben waren wir drin. Zu Silvester. Ja? Da die Arztpraxis meines Vertrauens. Ja, jetzt sieht man es nochmal im Hintergrund ein bisschen besser. Ja, da waren wir drin. Wie gesagt, ich suhle mich momentan in diesem Pool voll Schmerzen und glaubt mir, ihr helft mir da momentan gerade ungemein durch. Das Burgerhaus. Ja, ich habe in diesem Dorf, durch das wir gerade durchgehen, von 32 Jahren meines Lebens 30 verbracht. Durch dieses ganze Fernsehding und Radio und keine Ahnung was. Ich wollte immer unbedingt. Jetzt wird es ein bisschen lauter, entschuldigt. Dieses ganze Fernseh- und Radio-Ding wollte ich eigentlich immer, so gut es geht, mein Dialekt wegkriegen. Und das habe ich ja anscheinend erfolgreich geschafft. Und ja, ich wohne gerne hier. Unglaublich gerne. Du müsstest mal meine Radio-Takes von 2004 hören. Das ist furchtbar. Oder meine Fake-Giga-Games-Takes. Oh, da hast du es noch richtig brutal rausgehört. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar.
Moment, jetzt muss ich stehen bleiben, um es zu lesen. Ja, da kommst du ja nicht drum rum, wenn du halt irgendwie so Kram wie Livestreaming oder sowas machst. Weißt du, da kannst du ja nicht die ganze Zeit irgendwie im Dialekt schwätzen. Das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Da oben ist der Friseur meines Vertrauens, um euch das mal zu zeigen. Jo. So urigen Stream. Marklücke, es gibt einige tatsächlich, von denen ich weiß, dass sie im Dialekt streamen. Aber, ne? Vor allen Dingen bei Lon, also bei Alex Lon, ist mir aufgefallen, dass er die ganze Zeit immer Yeses schreibt. Ich kannte das auch nur bei uns bei uns aus der Region, dass man halt, ne? Jesus, was ist da passiert? Weißt du? Yeses, was denn da passiert? Ja, das ist schwierig. Also wie gesagt, die Schluckaufs des Streams heute tun mir echt leid. Ich hoffe, es hat trotzdem ein wenig Spaß gemacht. So in seiner Form. Hier ist übrigens die Eisdiele, die jetzt seit keine Ahnung wie lange schon wieder einen neuen Besitzer sucht. Mittlerweile der 10. drin ist. Oder reingeht in den letzten 5 Jahren. Oben hier richtig schön urpfälzisches Essen, Saumagen, Leberknödel und der ganze Quatsch. Und das jetzt, Achtung meine Damen und Herren, das werdet ihr in einem Gag-Video wahrscheinlich irgendwann sehen, das ist unsere Ortsmitte. Ja? Und fragt mich bitte nicht, warum da ein roter Schuh steht. Aber ich kann euch die Schuhmeile auch mal zeigen irgendwann, ja? So. Guck mal, zwei Arbeitsplätze für Stefan direkt nebeneinander. Eine Apotheke, ja? Jetzt gehen wir gleich an der anderen vorbei. Komm hier. Da ist die andere Apotheke. Oh, give me. Schön. Ja? Das ist die andere Apotheke. Da. Schön. Kann Stefan direkt anfangen. So. Sekunde, ich habe ein bisschen Chat verpasst. Jetzt setze ich mich gerade mal eben ganz kurz hier auf den Würfel. Yeses habe ich von meiner Oma. Ja, vor allen Dingen 4000 Seelenkaffee, ja. Ich meine, ich war 4 Kilometer außerhalb des Dorfes, das da anscheinend nicht ganz so funktioniert. Das ist mir dann schon irgendwie, war mir dann schon irgendwie klar. Immer froh, wenn ich draußen sehe, dann muss ich nicht selber raus. Ja gut. Und da bin ich dann halt vorhin lang gelaufen, bevor ich dann den Stream angemacht habe. Und da vorne, ich drehe mal eben die Kamera. Und da vorne, ja, da ist das Studio. Diese schönen lila Vorhänge. So, drehst du die Kamera wieder? Ja, ganz gut. Sehr schön. So. Chris konzipiert eine Stadt, plan ein Finanzamt ein, sonst bin ich arbeitslos. Was machen Sie da drin? Das ist eine sehr wichtige Frage. Stell dir doch eine Webcam aufs Fensterbrett, Sam. Wäre auch eine Möglichkeit. Wo ist eigentlich mein Schlüssel? Sekunde mal eben. Ah, da. So. So, Chaos. Wir gehen ins Chaos. Seitdem irgendwie wir das Büro umgeräumt haben und alles und tralala. Der liegt irgendwo im Wald. Nee. Ich habe den relativ weit unten drunter gebunkert. Seitdem hier der Auszug am Start war, sieht es hier furchtbar aus. Ich meine, kleine Kostprobe. Oh Gott. Ja? Oh, jetzt kann ich euch ja mal so ein klein wenig zeigen, was hier eigentlich so... Ihr seht das ja nur von der Kamera oben immer, ja? Guck mal hier. Das ist so der Arbeitsplatz.
also der Streamplatz, ne, mit der Kamera und so. Da steht das Sofa, da ist momentan die Icy-Box am Start, wo ich jetzt gerade gefühlt die letzten 20 Stunden kopiere. Und da ist das große Chaos. Furchtbar, da hinten hängt Mary. Ja. Und das ist das, was man, glaube ich, nie so richtig im Stream gesehen hat, ne? Und das seht ihr im Prinzip, wenn ich hier sitze. Das ist das, was ich dann sehe abends. Ja? Nun. Ja, hinterm Rechner sieht es noch schwieriger aus. Das lasse ich einfach mal. So, jetzt ist ja natürlich kein Mod da, ne? Optimierung des Raumkonzeptes. Ich glaube, dass das Raumkonzept einfach nur noch ist, dass ich meinen Scheißdreck wieder nach Hause packe, weil. Was will ich denn jetzt noch? Ist aber ganz ehrlich, was will ich denn jetzt noch hier? Ich hab den ganzen Quatsch hier für Tamara aufgebaut, damit ich ihr einen Arbeitsplatz bieten kann. Wenn irgendwann diese Telefoniererei nicht mehr tut. Ich habe diesen Fernseher damals tatsächlich von Stefan geschenkt gekriegt für Moonflow. Ja, ich setze mich jetzt einfach hier hin, ja, und gucke mal eben beiläufig, sobald Mel online geht, dass ich irgendwie rüber hosten kann oder so. Falls das nicht schon passiert ist. Mann, das fühlt mich jetzt voll schlecht, dass ich jetzt zum Weinen gebracht habe. Nö. Okay, Mel. Ja, tue ich gerade. Ich schäme mich eher, dass ich momentan noch die Nägel lackiert habe. Es war alles ganz spontan heute. Es war alles sehr, sehr spontan heute. Vor 18.11.117 ist keiner online. Okay. Es sieht halt momentan einfach hier drin auch aus wie Sau. Einfach nur, weil ich momentan Angst habe, einfach irgendwas in die Hand zu nehmen, was mich momentan irgendwie dran erinnert. Boah, bin ich verschwitzt, ey. Ich kann gleich erstmal duschen gehen. Halt furchtbar. Ugh. Meine Nägel passen heute zu deinen. Sind sie auch rot? Ich sehe aus, als wäre ich... Ach ja. Ich sehe aus, als wäre ich 17.600 Schritte gelaufen. Am Samstag sehe ich wieder hübsch aus. Hoffentlich. Wir haben jetzt auf diesem ganzen Weg, haben wir jetzt 2 GB verbraten. Bin ich noch live? So. Jetzt 2 GB verbraten, weil ich gerade meine Datennutzungswarnung gekriegt habe. Musste mal gucken jetzt, ob da jetzt in irgendeiner Form... bei der Bildqualität, ja. Achso, ich habe vergessen, wieder auf 27p zurückzustellen, sorry. Ich bin noch auf 240p. aber ja, ich muss jetzt mal gucken, ob das jetzt von meinem Datenvolumen abgezogen wurde, ob die Telekom das mag. Bad Apple Qualität, ja. Nicht unironisch, bin überrascht, wie gut das aussieht. Ein Samsung Galaxy S7 Edge. Weiß nicht, ob das in irgendeiner Form was ausmacht. Aber war schön. War schön. Aber ich muss hier drin endlich unbedingt aufräumen, weil ich
Oh, jetzt kann ich die ganzen Tweets mal nachliken. Ich habe einfach momentan die Panik gehabt, dass mich irgendwas halt wieder so total aus der Kurve wirft. Dass ich dann in der Hand habe. War halt auch, das Schneiden des Intros war halt auch absolut nicht, war halt auch echt nicht leicht. Nein, erst am Samstag wieder. Ja, okay, Mel. Mecklenburg, was? Mecklenburg-Vorpommern. Gericht kippt. Was auch immer. So, jetzt habe ich alles nach, jetzt habe ich alles nachgeholt hier. Wie lange war ich denn jetzt eigentlich unterwegs? Ich gehe einfach davon aus, dass sie nichts mehr von mir wissen will, dann ist alles gut. Damit kann ich dann, glaube ich, leben. Oder muss ich viel eher leben. Und dass sie die Crew so wegstößt, das ist wohl auch meine Schuld. Aber das kann ich wohl leider nicht ändern. Oh, ihre AliExpress-Bestellung wurde... Freunde, wir sind lit. Ja, entschuldige. Jo, das wird schon, Deschi. Ich komme mal die Tage irgendwann mal, wenn dieses ganze Reiseverbot oder was auch immer durch ist, komme ich mal nochmal auf dieses Angebot deinerseits zurück. Ne? Passt auf dich auf, bleib gesund. Es können immer zwei dazu bei sowas. Oder drei. Ja. Ja. Trotzdem. Ja, es ist immer irgendwer oder irgendwas der Auslöser. Grundsätzlich. Melden wir mal hinne. Ich kann nämlich den Selfie-Stick nicht mehr lange halten. Oh Gott, ich sehe gerade, was mit Fanart gemeint ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, furchtbar. Ich habe Ende Mai 2 Wochen Urlaub. Und wenn es dann ruhiger ist, habe ich Zeit für Dinge. Oh oh. Ja, das ist übrigens Atelier. Das 20, das von Nelken, The Legendary Alchemist. Das ist übrigens ein Spiel und kein Anime. Momentan habe ich zu viel Zeit für Dinge. Was macht denn eigentlich mein Kopiervorgang? Wie lange braucht denn der noch? 470 Gigabyte? Nee, so Kommentare sind cringe, mein Freund. 3 Stunden, 15 Minuten braucht er noch für 470 Gigabyte. Fanart ist auch nur lang für Fahrt. Oh, Sam. Jetzt geht das schon wieder los. So, jetzt haben wir 18 Uhr, Mel. Was los? Oh, war nötig. Ach so. Ich bin nicht cringe, ich bin Chris. Was der VZ, die macht sich. Ja, ich weiß, ich bin ja selber dran schuld. Ach ja. Falls in irgendeiner Form, ja, also ich habe jetzt Cosplays für den Stream bestellt, ja. Falls ihr in irgendeiner Form.
Das ist wie wenn du sagst, ich bin nicht schwul, aber ich habe nichts gegen Schwule, aber. Was soll ich sagen? Ach ja. Ich habe jetzt hier Cosplays für den Stream bestellt, ne? Falls ihr in irgendeiner Form ein, zwei Groschen übrig habt, ja? Falls ihr ein, zwei, drei Groschen übrig habt, bei Ko-fi könnt ihr mir was hinterlassen oder auf meinem Twitter ist oben ein Sticky Post, das ist auch mein PayPal in irgendeiner Form verlinkt. Das geht zu dem, was man jetzt hier unten nicht sieht, aber zum Aqua-Cosplay. Alles gut, Mel. Alles gut, Mel. Ja, es geht alles da irgendwie drauf. Oh! Das war jetzt hoffentlich der Bot selbst. War tatsächlich der Bot selbst. Damit würdet ihr mir sehr entgegenkommen, damit ich hübsche Dinge für euch auf dem Stream machen kann. Die Frage ist immer, wissen die Leute überhaupt, was Cringe richtig bedeutet? Ja, das mal so am Rande, um das mal jetzt auch ganz wertfrei zu sagen. Was Cringe eigentlich genau bedeutet. Das ist doch die nächste Frage. Bis dahin kann ich ja mal ganz kurz eben nochmal bei Twitter was checken. So, Moment. Sekunde, ich lese gleich. Oh, wer war denn das jetzt? Ich hab's genau gesehen. Click to see it on Ko-fi. Ach, Sam. Du wieder jetzt, ne? Weißt, irgendwann kann ich das nicht mehr gut machen. Du bewirfst uns mit so viel. Ist mal ehrlich. Ich muss übrigens die Donation-Summe von Aqua anpassen. Ah, ich habe nichts gesehen. Entschuldigung, es war gar nicht Sam. Ich habe mich geirrt. Sam ist ein Ninja. Ja, gut, ich meine... Wir wissen ja, Stefan ist zu fett für ein Shinobi. Soll ich eine ja, mach mal, fände ich ganz gut. Es gibt mir in der Tat, es gibt mir in der Speech-to-Text-Bots. Stellt es so sein, dass der immer, wenn du kofiest, echt? Das ist ja furchtbar. Das ist ja fast so schlimm wie die Troller da drüben von Amazon. Ich fühle mich unterhalten, das macht mich glücklich. Wenn dieses eine Cosplay zu diesem Spiel, was ich spielen möchte, passt, ne? Vogel packt das O in Shobi. Ja, genau. Er ist das O in Shinobi. Also wenn das klappt, ja, wenn dieses Cosplay ankommt und es passt. Und ich kann das so hübsch drapieren, wie ich das gerne möchte, Leute. Dann geht's richtig rund. Also das... Dann packe ich richtig aus. Wirklich. Und dass ich das dann jede Woche Mittwoch durchziehen muss. Oder an einem anderen Wochentag. Aber wenn ich sage Mittwoch, dann könnt ihr euch schon fast denken, welches Spiel oder welche Spielereihe das sein könnte. Mehr Spoiler gebe ich aber nicht. Die war eigentlich immer angestammt auf Mittwoch. Dann slate das, weil ich habe mir jetzt sehr... oft vorgenommen, ich würde gerne passend irgendwas aus den Spielen, die ich mache, auf Stream tragen. Ob ich das immer mache, weiß ich nicht.
aber öfter. Ach so, damit müsste ich jetzt mal eben ganz kurz den Tweet für heute absetzen, damit die zwei auch Möglichkeiten kriegen, sich zu prostituieren, hätte ich beinahe gesagt, zu promoten. Ne? Moment, ganz kurz. Das ist übrigens auch ganz toll, wie viele Kommentare und Likes das neue Intro schon gekriegt hat. Leute, ich bin ein wenig flattert, muss ich sagen. Entschuldigung. Ich bin ein wenig flattert, muss ich sagen. Und würde mir fast wünschen, das ist eventuell potenziell vielleicht ein Standard, dass da ein wenig bei YouTube passiert. Workout erkannt. Ach. Du jetzt wie. Oh. Weißt du jetzt wieder, Handy, ne? Das ist so ein Blitzmerker. Jaha. Weg da. So. Oh, meine Mama ist da. Hi. Hi. Geht. Wann? 17.660 Schritte. Ich warte jetzt nur noch, bis Mel anfängt. Nun. Werde ich gleich tun. Ich war die ganze Zeit unterwegs. Wann soll ich das denn machen? Ich bin gerade vor 10 Minuten oder so die Tür rein. Ich bin praktisch am Paddelweiher vorbei, hoch zur Hütte und dann geradeaus weitergelaufen und bin am Schwimmbad rausgekommen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich habe dann nur gesagt, wir müssen alle im Leben neue Wege gehen und das tun wir jetzt. Und dann war das Internet weg. Okay. Los, geh dann mal wieder nach Hause. Tun Sie dies. Wenn's noch geht. Ich hab wohl auch nichts erledigt. Ich bin einfach müde. Ja, frag mich mal. Das sind ja fast 18.000 Schritte. Wie Sie nach Hause kommen, sind es 18.000. Ja, ich bin am 5 Uhr aufgestiegen, Vater. Ja, nun. Ach, ciao. So, tschüss. Donner. So, hi. Ganz ruhig, Mel. Alles gut. Praktisch unbestreitbar, Pupsi Sam ist was? Das ist wie bei Izzy, Schameko, ne? Pasta-Pizza. Kannst du mal von einem Foto machen? Mich würde mal interessieren, was eine Pasta-Pizza ist. Und fix ist die ersten 3 Stunden Chatting. Ne, der Vogel ist ja danach dran. Ja, jetzt nimmer. Momentan warten wir drauf, dass ich euch auf Wanderschaft schicken kann zu Mel rüber. Donnerstag. D-O-N-E-R-S-T-A-G. Ja, okay. Zeichnen mit Mehl und Vogel. Könnte ich fast machen, ja. Aber dann kann ich hier nicht auf Raid drücken oder Host. Was haben wir denn Donnerstag? Da ist die Promo. Ich poste das jetzt einfach. Ihr macht das schon. So. Vielleicht habe ich Donnerstag sogar richtig geschrieben. Das momentan nicht sehe, weil ich ein Handy vor meine Rübe halte. To go. Nicht, aber. Langsam mache ich mir Sorgen.
D-O-N-N-E-R-S-T-A-G. Ja, hat anscheinend doch geklappt. Mila, hast du gehört, ich bin cringe. Findest du das auch? Wenn ja, schweige für immer. Mein Arm fällt langsam ab. So. Tweet ist draußen, tut Dinge mit dem Tweet. So, entschuldige, ich mach mal Dinge hier, warte. Dup-di-dup. Kann ja noch ein Momentchen dauern. So. Jetzt steht es als Stativ vor meiner Rübe. Gut ist. Also ich könnte ja jetzt mittlerweile übers WLAN streamen, aber wäre Quatsch. Das kann ich, glaube ich, die Powerbank auch wieder ausmachen, ne? Geht das überhaupt? Ja nun. Jedenfalls, ich freue mich tatsächlich, also ich habe tatsächlich für das erste Cosplay, auf das ich warte, für den Stream, habe ich sogar fast 50 Euro Versand obendrauf geworfen. Weil ich wollte, dass es ganz schnell ankommt, dass wir ganz schnell damit starten können. Damit ich mich A, mal in dieser Spielereihe blamieren kann und B, dass ich in irgendeiner Form mal einen Grund habe, ein anderes Cosplay auf dem Stream zu tragen. Gut, wird wohl Talking Only. Das finde ich jetzt nicht gut. Ich hätte es ja mit kostenlosem Versand machen können. Aber da hätten wir dann wahrscheinlich so Mitte, Ende Mai damit rechnen können. Und das wollte ich nicht. Das zweite Cosplay habe ich natürlich mit kostenlosem Versand gemacht. Aber Emotes Mel. Feels Batman. Bei mir mit Waifus, willst du Toho spielen? Nee, dazu. Also, da muss ich sagen, das Einzige, was ich wahrscheinlich in irgendeiner Form mit Toho zu tun hätte, wäre, wie hieß es, Ritual of the Night oder so? Mit Sakuya, weil Sakuya ist Best Girl, okay? Da, keine Diskussion, ja? Ja? Keine Diskussion in diese Richtung. Aber nee, ich habe ja schon gesagt, also im Prinzip waren das genug Hinweise, dass ich gesagt habe, ich ersetze jetzt ja schon mit Aileen / Himeko die Weibchen quo, also die, ne, ich, wir sind ja ein Weibchen weniger geworden, aber jetzt versuche ich das ja mit Aileen / Himeko auszugleichen und ich habe schon als Tipp gegeben, Mittwochs lief diese Serie als immer und
oder diese Reihe immer, das muss genug sein als Tipps, um was es sich handeln könnte. Und ich habe halt passend dazu ein Cosplay bestellt, das entweder A, furchtbar aussehen wird oder das ganz in Ordnung aussehen wird. Und ich bin ja immer bestrebt für ganz in Ordnung und möchte das sehr. Tipp, also noch ein Tipp. Warte. Nee, okay. Kein Tipp mehr. Ich habe mittwochs im Nichts gezockt, ja? Ich habe gesagt, ich bin der Ersatz für ein Defizit, das wir in den weiblichen Rollen momentan haben. Damit habe ich verraten, wer es gespielt hat mittwochs. Oder wer die Reihe gespielt hat mittwochs. Das ist eine sehr interessante Version von What is Love. Hide könntest du ja verraten. Und ich habe ein Cosplay bestellt, das wird nicht. Dieser Charakter wird nicht leicht umzusetzen. Da muss ich echt viel tricksen. Und wenn ich das hinkriege, dann mache ich das. Ich sagte, wir haben ja ein Defizit in unseren Mädchenreihen bei der Crew. Und ich werde ja ein Spiel aufgreifen, was immer mittwochs lief. So mittwochs seinen Standardplatz hat. Ah, geil. Ja, also. Du könntest wissen, weil du schon länger da bist, von welcher Reihe ich spreche. Und ich werde mich da halt mal dran trauen. Weil ich nicht möchte, dass dadurch jetzt der Kanal diese Reihe verliert. So, ich raide euch dann mal rüber zu Mail. Oh Gott. Ich mache mein Outlook auf, will nach Mails gucken und sag Mail. Ich rede euch rüber zur E-Mail, ja. Bei der Crew, da gibt's hoffentlich doch ein wenig Zeichenkram. Würde mich sehr freuen. Hä? Ich gebe Bagger-Crew ein und ich krieg... Hä? Ich will Bagger-Crew raiden. Nicht mich selbst. Hä? Bagger-Crew. Ah, da. Mail, genau. Auf Mail, Entschuldigung. Okay, ich rate euch zu Dokumi TV. Ich hoffe, ihr habt Spaß heute Abend. Tschüss. Nein, viel Spaß bei Mail. Danke, dass ihr diesen Ström mit mir verbracht habt und ein wenig mit mir die Umgebung unsicher gemacht habt. Wir sehen uns im Chat drüben, ne? Und am spätesten Samstag sehen wir uns wieder auf dem Stream. Ciao, tschüss. Baby, don't hurt me. Don't hurt me, no more, no more, no more, no more. Mm-hmm.